Hallo, 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 Jungs, Mädels und alle dazwischen. Ihr wundert euch vielleicht, wo ich hier bin. Das ist die Wohnung von meinem Boyfriend und ich bin hier, weil wir uns alle in einer Ausnahmesituation befinden. Coronavirus geht um und ich sage euch, the shit is going down for real. Jeden Tag gibt's neue Maßnahmen der Regierung, die über die News-Channels rüberkommen. Was kann man tun in so einer Situation? Von zu Hause arbeiten und das mache ich jetzt auch, sprich vom Dancing Stars Ballroom direkt hier ins Wohnzimmer von meinem Freund. Und von hier aus mache ich jetzt ganz viel Online-Content und werde einfach Videos und Fotos raushauen, werde öfter mal live gehen. Und ja, jetzt mache ich mein erstes YouTube-Video von hier aus. Sagt mir doch, wie ihr das neue Setup findet. Ich finde es eigentlich fast schöner als bei mir im Wohnzimmer. Upsi. Jedenfalls, Girls, Boys and everything in between, ich habe von NYX Professional Makeup ein paar wunderschöne Neuigkeiten bekommen. Und zwar die High Glass Highlighter Serie. Die sagen, es ist nicht nur Glow, sondern es ist Glass. Und das will ich mir mit euch gemeinsam reinziehen. Und dabei ist ebenfalls eine Lidschattenpalette gewesen. Matchy Matchy, ein süßer Name. Wahrscheinlich, weil die ganzen Farben so gut zusammenpassen. Und die werde ich für mein Augen-Make-up heute verwenden. Aber vorher gehe ich jetzt mal off-camera, mache meine Foundation, mein Contouring und meine Augenbrauen. Und das mache ich ganz flott und zeige euch ein bisschen, wie ich das mache. Und dann sehen wir uns wieder für den Lidschatten. Der erste Schritt für dieses Make-up ist der Primer. Ich verwende den Smashbox Photo Finish Minimize Pores Primer. Und danach gleich die Smashbox Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation im Farbton 2,15. Dann beginne ich meine Augenbrauen einzuschattieren und zwar mit dem Harmony Blush, dem Blush von MAC, den ich normalerweise für mein Contouring verwende. Die restliche Augenbraue fülle ich mit dem Shade Credit aus dieser Anastasia Beverly Hills Eyeshadow Palette. Mit dem Stay Naked Correcting Concealer im Farbton 20WY verbessere ich die Kante meiner Augenbrauen. Die obere Kante lasse ich weich. Mit dem gleichen Concealer decke ich unterhalb meiner Augen ab und dann fixiere ich die gesamte Foundation und die Augenbrauen mit Coty Airspun Loose Face Powder. Für mein Contouring verwende ich MAC Harmony Blush und wenn das fertig ist, geht's weiter mit dem Augen-Make-up. Okay, 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 willkommen zurück und hier ist das erste Auge schon full on belidschattet. Ich habe wie gesagt mit dieser Matchy Matchy Lidschattenpalette von NYX Professional Makeup gearbeitet und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig, wenn ich sie aufkriege, richtig positiv überrascht von der Intensität dieser Farben. Ich zeige euch jetzt direkt, wie ich dieses Augen-Make-up gemacht habe. Zuallererst verwende ich diesen, gelblichen Shade mit einem großen Blenderpinsel. So Leute, wie geht ihr denn eigentlich so mit dieser ganzen Situation um? Coronavirus, zu Hause bleiben, keine Freunde treffen, keine Verwandten treffen. Wie macht ihr das so? Wie geht's euch mit der Situation? Ich muss ganz ehrlich sagen, es geht bei mir so halbwegs. Natürlich war es schon ein riesiger Schock, wie auf einmal alle meine Jobs weg waren, weil ja klar, Party, Events, Dancing Stars natürlich eben auch. Alles ist abgesagt und verschoben und weg. Bei Dancing Stars schaut es jetzt derzeit so aus, als würde das gesamte Projekt im Herbst ganz einfach neu starten. Und das wäre ja gar nicht so schlecht. Nur so nebenbei. Ich mache hier weiter mit diesem roséfarbenen Eyeshadow. Und ich verwende ganz einfach den gleichen Pinsel. Und ich gehe hier an die Augenbraue heran, aber ich bleibe natürlich schon deutlich drunter und verbinde das mit diesem gelben Shade. Dancing Stars startet dann erst im Herbst neu. Hoffentlich, wenn sich die Situation bis dahin beruhigt hat. Ich höre immer wieder von Leuten, mit denen ich telefoniere, dass sie, wenn sie rausgehen außer Haus, dass sie dann doch wieder Gruppen von Leuten sehen und doch wieder Leute irgendwo sitzen sehen. Und ich habe echt das Gefühl, dass manche Leute diese Quarantänezeit irgendwie mit Urlaub verwechseln. Und ich glaube echt, solange nicht alle Leute kapiert haben, dass wir jetzt einfach zu Hause bleiben müssen, damit sich dieser Virus nicht weiter verbreitet, ich glaube, solange die Leute das nicht kapiert haben,
kann das echt noch Wochen und Monate dauern, bis wir da irgendwo eine ernsthafte Verbesserung finden. Insofern bitte sagt das auch einfach euren Leuten und euren Freunden weiter. Wir müssen jetzt einfach zu Hause bleiben. Das ist einfach, it's not funny, honey. Dieser Shade ist der nächste, den ich verwende. Das ist so ein auberginefarbener Eyeshadow. Den verwende ich, um, wie ihr hier seht, das Ganze zu einem smoky eye zu machen. Was ich auch toll finde an diesen Lidschatten ist, dass sie offensichtlich eigentlich so gut wie gar keinen Fallout haben. Ich sehe hier ganz kleine zwei Pigmentteilchen, aber Fallout ist bei denen echt nicht so ein Thema. Guter Job, nix Professional Make-up. Mhm. Schreibt mir doch bitte unten in die Kommentare, wie es euch jetzt mit dieser Situation geht. Und schreibt mir auch unten in die Kommentare, was für Videos ihr denn gerne von mir hättet. Weil jetzt, wo ich einfach zu Hause bei meinem Freund sitze und irgendwie den ganzen Tag zur Verfügung habe, werde ich einfach Videos kreieren und Content kreieren und ihr könnt mir sagen, was ihr gerne sehen wollt. Ja, dann mache ich custom-made Content. So, für das untere Augenlid gehe ich nochmal in diesen dunklen Auberginen-Shade, aber diesmal mit einem kleinen Lidschattenpinsel. Gehe ich von hier außen nach innen hinein und trage das erstmal relativ üppig auf. Und dann nehme ich den Pinsel, den ich am Anfang für die anderen Farben verwendet habe und gehe ganz zart in dieses Senfgelb hinein. Senfgelb hört sich immer so kacke an, wenn man das sagt, aber die Farbe ist halt einfach Senfgelb. Und schattiere mit diesem Gelb diese Auberginenfarbe aus. Und ein wirklich guter Trick für solche einmal ausschattierten dunklen Farben ist, sie einfach nach dem Ausschattieren ganz zart nochmal aufzutragen, weil dann bekommt man diese Intensität wieder zurück. Und um diesen ganzen Look ein bisschen zu bedazzeln, gehe ich hier in diesen Highlighter-Shade hinein mit einem flachen Lidschattenpinsel. Und diesen Shade trage ich großflächig und mit Druck hier am inneren Augenwinkel auf und ziehe die Farbpigmente nach innen hinein in den inneren Augenwinkel. Das ist der einzige Shade in der Palette, mit dem ich nicht hundertprozentig zufrieden bin. Ich habe schon stärkere Shimmer-Shades gesehen als den. Einfach nur zum Vergleich, ich gehe jetzt mal mit einem Anastasia Beverly Hills Shadow über diesen Shimmer-Shadow drüber und dann sieht man eigentlich sofort, wie der Eyeshadow von Anastasia Beverly Hills poppt. Und also hier ist er nicht, hier ist nur der von NYX. Und auf dieser Seite ist der von Anastasia. Und man sieht, finde ich, ganz deutlich den Unterschied. Ja, ja, eben. So ist es. Während ich am Telefon war und über die allgegenwärtige Krise gesprochen habe, habe ich diesen wunderbaren Mascara aufgetragen, nämlich das ist Bambi Eyes False Lash Mascara von L'Oréal Paris. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der kann einiges. Blink, 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 hallo. Für den Look heute verwende ich die Tamara Mascara Luxury Eyelashes. Und zwar ist das das Modell Tokyo Nights. Dieses Modell hat so kleine, feine Härchen, seht ihr das, die über die eigentliche Länge der Wimpern hinausgehen. Und das gibt dem gesamten Look und dem ganzen Augen-Make-up ein ganz besonderes Aussehen. So, wenn ich Wimpern aufklebe, dann bewege ich die vorher so hin und her zwischen zwei Fingern. Nehme ich mir meinen Spiegel schön nahe zu mir, sodass ich gut Kontrolle darüber habe, was ich tue. Und dann senke ich den Blick so ein wenig ab und setze die Wimper an. Und da klebt sie auch schon. Naja, fast. Ja, sehr gut. Hallöchen, Augen mit Wimpern. Okay, die Wimpern sind drauf, das Augen-Make-up ist fertig und ich gehe wieder in die gleiche Palette, Matchy Matchy, weil Matchy Matchy, und verwende diesen Blush-Shade hier. Der genauso pigmentiert ist wie die Lidschatten, habe ich jetzt ein Problem. schauen wir mal. Oh, Girl! Ja, der ist ordentlich pigmentiert. Okay. Macht aber nichts, wenn man merkt, dass man zu viel am Pinsel hat, kann man auf die andere Seite übergehen. Dann mache ich gerne ein bisschen Blush hier um die Nase herum und auch um die Ober- und Unterlippe herum. Ihr wundert euch vielleicht, aber der Punkt ist, Blush spielt sozusagen eurem Gegenüber und uns selbst
vor, dass unsere Haut durchblutet ist und deshalb mögen wir Blush so gerne, weil sobald wir das auftragen, schauen wir einfach gesünder aus und ich glaube, gesund auszusehen hilft uns in schwierigen Zeiten wie diesen auch sehr stark weiter. Und diese optische Illusion der Durchblutung könnt ihr überall im Gesicht machen. Also ganz egal, rund um die Nase, rund um die Lippen, auf den Wangen, hier oben ein bisschen. Schaut euch einfach mal selbst in den Spiegel, wenn ihr ungeschminkt Sport macht und dann werdet ihr sehen, dass ihr überall irgendwie leicht gerötet seid. Und diese ganzen Orte, wo man am stärksten gerötet ist, das ist das, wo das Gesicht auch natürlicherweise stärker durchblutet wäre und da kann man Blush ansetzen. So, meine Lippen, und wie versprochen kommen wir jetzt dem Ende entgegen zum Highlighter. Und zwar NYX Professional Makeup hat diese neue Highlighter-Serie rausgebracht, High Glass. Und da gibt es drei Produkte und auch spezielle Pinsel dazu. Das erste, was ich verwenden werde, ist dieser High Glass Primer. Den habe ich schon ausprobiert und ich finde das Resultat von diesem High Glass Primer irrsinnig hübsch. Mit diesem Spezialpinsel von NYX Professional Makeup gehe ich hier auf meinem Handrücken in das Produkt rein, sodass der ganze Pinsel gleichmäßig leicht befüllt ist mit dem Produkt. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, was da passiert, wenn man das vorsichtig aufträgt. Ich finde eigentlich, dass dieser Primer das eigentliche Star-Produkt in dieser Serie ist, weil das schaut so hübsch aus und so natürlich aus. Wir werden in der Quarantäne so perfekt aussehen. Oh my God. Nein, aber ehrlich, diese Quarantänephase, auch wenn es jetzt nicht witzig ist und auch wenn Make-up jetzt nicht irgendwie ernsthaft wichtig ist auf dieser Welt, aber ganz ehrlich, man kann jetzt in dieser Phase irgendwelche Sachen ausprobieren, die man vorher nie ausprobieren wollte, weil man so nicht außer Haus geht. Und jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt dafür, irgendwelche Make-up-Tricks auszuprobieren beziehungsweise irgendwelche Make-up-Sachen auch zu üben und zu lernen. Also wenn man sich immer irgendwie gedacht hat, oh Gott, ich kann einfach keinen Lidschatten auftragen oder ich kann keinen Lidstrich auftragen oder ich kann keinen Highlighter auftragen. Girls and boys and everything in between. Now is the time. Bei aller Begeisterung für diesen Primer, und ich finde ihn wirklich ganz, ganz, ganz großartig und wunderschön, Der zweite Schritt bei diesem High Glass Highlighter Trio ist das sogenannte Setting Powder. Ich gehe mit dem gleichen Pinsel, ich habe ihn vorher nur ein bisschen abgetrocknet, in dieses Setting Powder hinein und trage das einfach über den Primer auf und sette den damit. Und wie gesagt, also ich finde irgendwie, wenn man nur den Primer aufträgt, ist es fast geiler als mit diesem Set-Ding. Aber gut, es kommt ja dann noch der dritte Schritt. Und hier ist er, der dritte Schritt. Das ist der High Glass Illuminating Powder. So, ich gehe mit demselben Pinsel hinein. Es hat so ein bisschen eine Creme-Puder-Textur. Und dann trage ich das hier am höchsten Punkt meines Wangenknochens auf, der wirklich sehr hoch ist. Wow, okay. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dieses Highlighter-Trio ist schon etwas Besonderes und es funktioniert wirklich fantastisch. Es ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, als wenn man jetzt einfach nur mit einem Highlighter-Puder sozusagen highlightet. Aber das Resultat sieht schon toll aus. Und bis auf das Setting-Puder, mit dem ich jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, finde ich die Produkte auch wirklich schön. Also, wer ein ganz natürliches Highlight haben will, kann sich diesen Primer kaufen und einfach nur den Primer auftragen. Sieht wunderbar aus. Wer das volle Programm haben will und dieses Endresultat haben will, also sprich High Glass, der holt sich die gesamte Produktpalette und spielt mit dem Vollgas-Highlighting. Und weil der gesamte Look heute eher so Stay-at-Home Quarantäne-Glamour ist, verwende ich eher eine nude-farbene Lippengeschichte. Und zwar ist das der MAC Cosmetics Lip Liner in der Farbe Soar und der NYX Professional Makeup Lip Lingerie Liquid Lipstick mit der Farbe Ruffle Trim. Der Lipstick ist oben, die Kontur ist gezogen und das reimt sich sogar und ich bin ganz happy mit dem gesamten Look, den ich hier geschminkt habe und jetzt werde ich meine Perücke aufsetzen und ein Outfit anziehen und dann komme ich zurück für ein paar Final Words.
Also ganz ehrlich, für das, dass ich hier in Quarantäne sitze, finde ich den Look gar nicht so schlecht. Ich komme ein bisschen vor wie eine Meerjungfrau in Quarantäne. Ein ganz, ganz hübscher Haarreif, den ich geschenkt bekommen habe von Jardin du Fleur. Ich werde sie unten in der Infobox dazufügen. Sie hat einen wunderbaren Shop für Rosen, die ganz lange halten, und Rosendüfte und eben auch so kleine Accessoires. Und sie ist wirklich eine ganz, ganz nette. Ich durfte sie auch persönlich kennenlernen. Ansonsten werdet ihr auch alle anderen Produkte, die ich verwendet habe, unten in der Infobox finden. Und ansonsten klickt auf die Notification-Klingel und auf Subscribe und folgt mir überall. Und vielen, vielen Dank dafür. Bye, bye, und flippt ja nicht aus in der Quarantäne. Okay.